So, jetzt grüßen wir mal, jetzt kommen wir zurück zu The Evil Within. Und es geht wieder in den Stuhl. Oh yeah. So. Diesmal ist es für uns alles ganz normal. Okay. Lebensanzeige. Steigert das Maximum der Lebensenergie. Ah, Waffen. Oh, Reserve. Oh, wow. Okay, Fitness. Maximale Sprintdauer. 3 Sekunden mit erhöhter auf Stufe. Okay, ich verstehe. Spritzenwirkung. 3000 kostet es. 2000. Ich kann mir ja nichts leisten, Witzbolde. Doch, hier kann ich mir was leisten. Die Feuerrate. Nachladegeschwindigkeit. Magazin. Ah, okay, hier. Nachladegeschwindigkeit und Genauigkeit. Wow, wow, Wahnsinn. Das ist ja echt nicht schlecht. Erhöht die Menge der Handfeuerwaffen, die zusätzlich mitgeführt werden kann. Ich glaube, das ist gut. Ich glaube, wenn ich ein bisschen mehr Munition... Ich glaube, das ist gut. Aua. Hat es wehgetan? Ich glaube, es hat wehgetan, ja. Nachladegeschwindigkeit. Was war noch? Genauigkeit. Ah, Genauigkeit. Oder Nachladegeschwindigkeit. Tja. Genauigkeit. Ich finde... Nee, Genauigkeit ist, glaube ich, wichtiger, ja. Ja, Genauigkeit. Definitiv. Beste. So, und wie komme ich jetzt eigentlich hier wieder raus? Wieder den Spiegel angucken, Lady. Ah, okay, die ist, glaube ich, gar nicht. Die ist ein bisschen, was weiß ich, wo die ist. Die ist gerade wo ganz anders. Aber ich gehe mal davon aus, dass ich wieder den Spiegel angucken muss. Ja. Was zum Teufel? Boah. Ah, ich verstehe. Das ist ja echt interessant. Okay. So. Ladies and Gentlemen, welcome back to The Evil Within. And I'm scared as shit. You know it. And I know it too. Oh, shit. Was macht ihr jetzt? Oh. Okay. Schleichangriff? War jetzt irgendwie nicht so erfolgreich. Hallo? Willst du? Definitiv nicht beeindruckt. Wow! Okay, ich habe schon wieder gar keine Ahnung, wie ich hier überhaupt Nahkampf mache. Wie mache ich schon wieder Nahkampf? Wieso vergesse ich eigentlich immer so einen Kack? Das ist ja echt brutal. Cool. So, du wirst jetzt gekurt, Mann. Verstehst du, wie du mich nervst? Oh, ja. Wow. Und? Für mich hat er natürlich nichts fallen gelassen. Warum sollte er auch? Zack. Hinter mir, oder? Ja. Ach, der ist noch gar nicht tot. Ich verstehe. Okay. Are you serious? Ja gut, dann halte ich es mir jetzt auf. Jetzt hebe ich es mir auf. Ist eh scheißegal. Oh. Boah, ist mir jetzt schon lang gelaufen, ne? Erstmal, boah, das war echt, boah, leck mich fett. Okay, es geht wieder. Oh. Wow, das war echt ein
Ist echt. War echt lang. Okay, gut. Wir haben den Typen zwar den halben Kopf weggeschossen, aber er hat es noch überlebt, ne? Von daher ist ja okay. Ich meine. Oh. Oh ja, so. Okay. Dann nähern wir uns jetzt diesmal richtig gescheit von hinten, ne? Weil, okay, also. So. So, hallo. Okay, hier ist nur Heu. Hier ist nur Heu. Hier ist nur Heu. Tja, hätte einfach mal die Klicke gedrückt. Oh oh. Was? Hä? Hä? Aha. Und jetzt? Nichts Neues hier? Okay. Verstehe. Okay, da brennt irgendjemand. Irgendwer brennt da. Irgendwer brennt da. Wer brennt denn da? Ach, Holz brennt. Ah, ja, klar. Ja, dann. Ui. Verstehe. Ah, geht's noch lauter? Natürlich geht's noch lauter. Aber ich muss vorsichtig sein. Oh, da glänzt irgendwas. Irgendwas glänzt da. Eine Flasche. Das bedeutet, da ist irgendjemand. Sollten wir den kennen? Nein. Seid ihr hier aus der Gegend? Ich hab keine Ahnung, wo. Ich kann nicht weiter. Kinderlich. Ehrlich. Aber ganz ehrlich, wenn ich gerade mehr von diesen fucking Zombies getötet habe, dann gehe ich doch nicht an den Nächstbesten hin und frag, ob er hier aus der Gegend kommt. Denke ich davon aus, dass jeder so ist. Ihr kranken Säcke. Wow. Okay. Oh, nein. Okay. Oh, oh, nein. So. Der geht dahin. Dann hole ich ihn mir jetzt. Oh, er schnüffelt. Oh, er schnüffelt mir zu viel. Er schnüffelt mir deutlich zu viel. Und tot. Tja, er kam wohl nicht aus der Gegend. Er kam wohl definitiv. Munition. Oh, sehr cool. Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Okay. Supi. Oh, da ist jemand tot. Oh, da ist jemand tot und die steht bestimmt auf. Bestimmt steht die auf. Ah, deswegen verbrennen. Burn. Okay. Was war das jetzt? Ah, ach was, ich kann mich verstecken? Ist es notwendig? Nö, oder? Ist doch nicht notwendig. Bei so einem kleinen. Oh, ich sehe eine Falle. I see a trap. Und es gibt.
Teile für uns. Okay, verstehe. Der kann... Oh, oh, oh. Ich habe halt keine Ahnung, wie stark die sind. Ob die irgendwie stärker sind, da der jetzt hier irgendwie so ein Stacheldraht-Upgrade bekommen hat. Weiß ich ja nicht, ne? Kann man nie wissen. Er sieht mich nicht. Er darf mich nicht sehen. Nein. Immer noch nicht. Okay, jetzt dürfte er jetzt können. Oh, shit. Okay. Und wir sterben. Nicht gut. Möchtest du Alter, irgendwas stimmt mit diesen Viechern ganz und gar nicht. Verbrennen? Warum soll ich ihn jetzt verbrennen? Das ergibt doch keinen Sinn. Ich habe ihm den Kopf weggeschossen. Da muss ich nichts mehr verbrennen. Kein Hirn, kein Leben. Ganz einfach. Ah, das gefällt mir alles gar nicht. Ah, oh, wow. Das sieht interessant aus. Aber ganz ehrlich, so schaut für mich keine Großstadt aus, wo ich mal einst war. Es zieht mich an, wenn ich es nur ansehe. Ist... Ich habe eine Idee. Die muss ich mal kurz loswerden. Ich habe das ganz kleine dumme Gefühl, dass das ein Leuchtturm ist. Jetzt so. Weil ich so sehe, dass dieses Licht da immer so rumgeht. Aber nein. Ich habe das Gefühl, dass da hinten... Wie auch immer ich dorthin kommen werde, aber das ist die... Jetzt habe ich schon gedacht, ich habe da schon wieder jemanden gesehen. Das ist die Nervenklinik. Also ich sag, das ist die Nervenklinik da hinten. Hau ich jetzt einfach mal so raus. Oh ja. Wow. Ich sag, das ist die Nervenklinik. Ja, das ist jetzt meine Meinung. Und was ihr denkt, mir egal. Oh nein. Oh. Puh. Fast hätte er wieder sich eine Auszeit nehmen müssen. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh. Hallo. So, so. Es donnert jetzt auch noch. Verstehe. Oh ja. Das hört sich gut an. Kontrollpunkt. Halleluja. Kontrollpunkt hört sich immer gut an. Immer gut und verlockt. Heiliger Kacke. Oh mein Gott. Wer denkt, dass wir hinter diesem Zaun und dass er uns da nicht sehen kann? Wer denkt das? Also, wenn er das echt nicht tut, dann ist er echt bescheuert. Sorry, dass ich das so sage. No offense. Keine Beleidigung, aber ich glaube, er ist echt bescheuert. Ja, er ist bescheuert. Jo. Wow. Also jetzt könnten wir uns ihm... Ist da noch einer? Da ist noch einer, oder? Oh ja. Oh ja, da spielt jemand mit dem Feuer. Verstehe. Ah ja, er geht die Wände entlang. Okay. Und... Bup. Yes! Und gleich in den Scheiterhaufen mit ihm. Komm, wir müssen nicht verbrennen, kannst gleich reinschmeißen. Aber ganz ehrlich. Ja, und los. Oh, warum guckst du da, wenn ich die Flaschen hinten hingeschmissen habe? Ganz ehrlich, Typ, du bist mir zu klug. Aber ich will jetzt nicht in den Kopf schießen, Mann. Die Munition ist echt rar. Die ist echt rar, verdammte Kacke. Aber ich möchte ihm so gerne in den Kopf schießen, weil dann fehlt einfach mal sein Kopf. Oh, daneben. Meh. Oh nein. Die war sowas von drauf. So, in den Kopf. Meine Güte. Ich möchte dir irgendwas in den Kopf schlagen.
Verstehst du? Kopf! Kopf! Oh, wow, jetzt haben wir beide daneben geschlagen. Oh oh. Wie bitte? Wieso kann der mir hier so einen harten Finisher-Move geben und ich? Ich verzweifle gleich. Gut, dann gehe ich jetzt mal hier rein. Auf der Hoffnung. Oh nein. Oh nein. Muss ich jetzt echt wieder von... Nein, nein, ich muss nicht von ganz vorne anfangen. Genau, wir hatten ja den Kontrollboden. Ich dachte schon. Ey, für einen Moment habe ich schon gedacht, jetzt Vorsicht vor allem auf den Boden. Entschärfe sie, wenn du sie welche findest. Ach, auf dem Boden gibt es auch schon welche. Oh mein Gott. Na toll. Super. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir machen die ganze Pause. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir freuen uns beim nächsten Mal bei The Evil Within mit mir dabei sein. Meine Sätze für heute. Auf Wiedersehen. Tschüssi.